Ich heiße Sie herzlich willkommen zu 3 Männer im Schnee, da der Ämter bin ich. Gschwelti mit Käse. Ein Milliardär ist doch kein Gschwelti. Gschwelti mit Käse, Mein Lieblingsessen. Grüezi, Mädchen ist mein Name. In meinem Glashaus da habe ich ja schon fast vergessen, wie die Menschen wirklich sind. Hören Sie, in den nächsten paar Tagen kommt der Gewinner von dem Froschwettbewerb Ihnen an. Ich habe kein grosses Gepäck. Der hat doch kein grosses Gepäck. Betteln und Hausieren verboten. Oh, excuse me. Hey! Es war fair! Oh, Haki! Oh, excuse me. Und das soll ein Milliardär sein? Nein, ihr habt ja überhaupt keinen Anstand! Lassen wir es gleich vorläufig so, wie es jetzt ist. Herr Potera! Wollen wir nicht Koffer packen? Und auf Venedig abhauen und dort in der Stadt der Liebe umgumpeln. La donne ma pure, qual più mal vento. Ist der Dollar eigentlich ein netter Mensch? Ja, so sind die Uhren. Ich muss jeden Tag ein Tugo. Oh, einigen! Ich bin der Fritz. Fritz! Eddie! Johann! Das ist kein Apfel, das ist von eurer Schlange! Was? Da oben hat Schlange? Ich bin jetzt auch nicht! Mit deiner Rede das wirklich! Oh. Ah. Ich heiße Sarah! Freut mich, Sarah! Das ist der schönste Vorname, den ich je gehört habe! Das ist sicher Ihre Freundin, Eddie! Genau so! Gerade vorher hat er mir noch gesagt, dass ich das Mädchen heirate. Welches Mädchen? Dich! Mich! Wie soll ich ihm jetzt erklären, dass ich da im Seil habe? Der Mann hat eine grosse Spinnerei. Was denkst du? Wie alt ist sie echt? Im August wird sie eigentlich sein. Der Tochterkonzern soll das Bad Umspalast am Paris kaufen, egal was es kostet. Rühren wir den Hoteldirektor samt seinem Concierge hochkant zum Tempel aus. Noch so gerne, Generaldirektor. Los, los, los. Armut ist doch keine Schande. Ja, Sie verstehen das völlig falsch. Alles zu seiner Zeit und am rechten Ort. Ich habe gemeint, Sie seien ein intelligenter Mensch, Herr Potera. Wie heisst es jetzt wirklich? Dollar. Meine Tochter. Geht es denn eigentlich immer überall nur ums Geld? Geht nicht, gibt's nicht. Also los, auf mit dem Preis, los. Wieso? Ah. Wie es mir schon gehört.